In diesem Video geht es um die Wenn-Funktion in Microsoft Excel. Die Wenn-Funktion ist eine mächtige und wichtige Funktion in Excel. Grund genug, um sie uns einmal näher anzusehen. Die Wenn-Funktion überprüft den Zellinhalt einer gewissen Zelle. Ist das Ergebnis dieser Prüfung wahr, wird eine gewisse Aktion ausgeführt. Ist das Ergebnis dieser Prüfung nicht wahr, so wird eine andere Aktion ausgeführt. Die erste Aktion ist die Dann-Aktion oder die Wenn-Wahr-Aktion. Die zweite Aktion ist die Sonst-Aktion oder die Wenn-Falsch-Aktion. Die Wenn-Funktion folgt einer gewissen Syntax. Sie beginnt wie jede Funktion mit einem Ist-Gleich und dann der Name der Funktion, in diesem Fall Wenn. Als erstes in der Klammer kommt der Wahrheitstest. Danach folgt die Aktion, die ausgeführt werden soll, wenn die Funktion wahr ist. Zum Beispiel ein Text oder eine Berechnung. Danach folgt die Aktion, wenn der Wert falsch ist. Dies kann auch wieder entweder eine Berechnung sein oder ein Text. Nun sehen wir uns das Ganze einmal direkt im Programm an. In diesem Video geht es um einen Rabatt. Und zwar sollen wir überprüfen, ob die Rechnungssumme größer als 500 Euro ist. Trifft das zu, soll im Feld Rabatt Ja erscheinen. Trifft das nicht zu, sollen 3x erscheinen. Das Ganze realisieren wir über die Wenn-Funktion. Die Wenn-Funktion bekommen wir über den Button Funktion einfügen, wählen die Wenn-Funktion aus und in einem ersten Schritt erfolgt nun die Wahrheitsprüfung. Es wird also überprüft, ob der Inhalt der Zelle B3, die Rechnungssumme, größer ist als 500 Euro. Trifft das zu, tritt die Dann-Bedingung in Kraft. Es soll also erscheinen Ja. Da Ja ein Text ist und keine Zahl, ist es wichtig, das Wörtchen Ja in Anführungszeichen zu setzen. Trifft die Überprüfung nicht zu, ist also die Rechnungssumme kleiner als 500, tritt die Sonst-Bedingung in Kraft. Hier soll also 3x erscheinen. Da 3x ein Text ist, wie bei Ja, bitte wieder in Anführungszeichen setzen. Wir bestätigen mit OK und sehen nun hier, ja, es wird ein Rabatt gewährt. Für die nächsten Zeilen 4, 5, 6 und 7 können wir nun die Funktion einfach nach unten kopieren und wir sehen nun 3-mal Ja und 2-mal kein Rabatt, also 3x. Dieses Beispiel ist vom mathematischen Aspekt her etwas komplexer. Die Wenn-Abfrage funktioniert allerdings genau gleich wie zuerst im Beispiel gesehen. Wir sollen überprüfen, ob ein Guthaben mehr als 10.000 Euro beträgt. Beträgt es mehr als 10.000 Euro, erhält man 3% Zinsen. Beträgt es weniger als 10.000 Euro, erhält man nur 2,25% Zinsen. In einem ersten Schritt werden wir nun also in der Zelle C4 den ersten Zinssatz ausrechnen. Dazu nutzen wir wieder die Wenn-Funktion und überprüfen in der Zelle B4, ob dieser Wert, dieses Guthaben, größer als 10.000 Euro ist. Trifft das zu, sollen wir einen Zinssatz von 3% erhalten. Trifft das nicht zu, erhalten wir nur einen Zinssatz von 2,25%. Wir bestätigen mit OK und sehen hier jetzt 0,03. Der Zinssatz wird hier noch als Dezimalzahl dargestellt. Wir können ihn als Prozent formatieren und erhalten nun die gewohnte Ansicht mit 3%. Die Formel können wir jetzt noch nach unten kopieren, also in die Zeilen 5, 6, 7, 8 und 9 und berechnen so die restlichen Zinssätze. Nun taucht für uns ein Problem auf. Und zwar haben wir hier einen Zinssatz von 3 und hier beim Namen Berndorfer 2%. Das liegt daran, dass wir eine Rundung eingestellt haben, und zwar ohne Dezimalstellen. Wir markieren uns also noch die Zinssätze, fügen noch zwei Dezimalstellen hinzu und sehen jetzt 3,00% und 2,25%. In einem nächsten Schritt berechnen wir nun den Zinsbetrag. Der Betrag also, der von 12.458 Euro 3% sind. In der Eingabezeile starten wir unsere Formel mit ist gleich, nehmen das Guthaben und multiplizieren das Guthaben mit unserem Zinssatz. Wir erhalten 374 Euro. Diese Formel können wir wieder nach unten kopieren und wir haben jetzt die einzelnen Zinsbeträge. Um nun das neue Guthaben zu erhalten, müssen wir nur mehr das Ursprungsguthaben und den Zinsbetrag addieren. Wir rechnen also
Guthaben plus Zinsbetrag von 374. Bestätigen, können die Formel wieder nach unten kopieren und schon haben wir auch diese Aufgabe gelöst. Manchmal kann es beim Arbeiten mit der Wenn-Funktion natürlich auch zu Fehlern kommen. Zwei der häufigsten Fehler sind hier aufgeführt. Die erste Möglichkeit wäre, dass in der Ausgabezelle 0 steht. Dann stimmt eines der Argumente, wahr oder falsch, nicht. Es fehlt also. Die zweite Möglichkeit wäre, dass in der Ausgabezelle Name Fragezeichen steht. Dies bedeutet normalerweise einen Fehler in der Syntax für die Wenn-Funktion. Ich hoffe, dieses Video konnte die Funktionsweise der Wenn-Funktion erklären und erleichtert nun das Üben mit den Übungen von Easy4Me.